Punkt 1. Herzlich willkommen im meteorologischen Sommer 2023, der standesgemäß auch größtenteils sommerlich losgeht. Und damit grüße Sie und grüße euch. Punkt 2. Ich werde gefragt, warum ich nur ein Video mache. Es gibt einfach nichts zu sagen. Wir haben ein und dasselbe Wetter, ein und dieselbe Wetterlage und es ist keine nennenswerte Änderung in den nächsten 7 bis 10 Tagen in Sicht. Danach gibt es Andeutungen, das besprechen wir immer wieder. Wenn ich ein zweites Video mache, dann mit einem anderen Thema. Aber es wäre müßig, sich ständig zu wiederholen. Und Punkt 3, danke für die Treue. Heute vor 3 Jahren habe ich damit angefangen, tagtäglich das Wetter hier zu machen mit eben dieser täglichen Belieferung. Und das werde ich auch noch weiter tun. Zum Wohle oder Unwohle, wem auch immer. Wir haben nicht nur den Start des meteorologischen Sommers 2023, sondern auch den meteorologischen Frühling hinter uns. Und wir erinnern uns, das war schon ziemlich krass, um es mal so auszudrücken, was in der zweiten Februarhälfte stattgefunden hat. Da musste ich mich vor meinen eigenen Kunden rechtfertigen. Da sind Pressemitteilungen rausgekommen und da musste ich Rede und Antwort stehen, wie unseriös das sei und Zitat, völliger Unsinn sei, dass wir ein zähes Frühjahr bekommen. Ein Hitzefrühjahr stünde vor der Tür mit großer Trockenheit, 9 Hitzerekorden und 9 Trockenrekorden. Und dann war das Frühjahr dann doch eher relativ normal. Und so sollte das Frühjahr ausfallen, bezogen auf NOAA, was man jetzt gern CFS nennt, aber es ist eben das Modell der amerikanischen Wetterbehörde NOAA. Und das ist das neue Klimamittel, das wir haben, und das ist das alte Klimamittel. Und die Temperaturen sind letztendlich hier gelandet. Und das ist die Abweichung vom langjährigen Mittel der Jahre 1961 bis 1990. Und da geht der Knick langsam nach unten. Wir sind natürlich über dem Klimamittel, aber im Vergleich zum neuen Klimamittel sind wir sogar leicht drunter. Und im Vergleich eben zum neuen Klimamittel sollte es extrem wärmer ausfallen. Kommen wir jetzt noch kurz zum Niederschlag. Es sollte ja ein rekordtrockener Frühlingsverlauf werden. Und wir sind jetzt hier gelandet. Das sind zwar nur etwas über 100%, aber verglichen mit den vergangenen Jahren, da sind wir dann doch deutlich nasser gewesen als eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und in Sachen Sonnenschein hat der Mai am Schluss ordentlich aufgeholt und es geschafft, auf knapp über 100% zu kommen. Verglichen aber mit den letzten Jahren und Jahrzehnten war das Frühjahr dann doch ein bisschen düsterer. Wir haben einen großen Sprung in den letzten Jahrzehnten gemacht und der wurde jetzt ein bisschen nach unten korrigiert. Und jetzt steht uns der Sommer bevor und dieses glorreiche Modell NOAA hat vor kurzem noch die Abweichung auf 2 Grad hochgesetzt. Im Vergleich zum neuen Klimamittel, da soll der Sommer irgendwo da ausfallen und rauskommen, wo er in den letzten Jahren war. Und auch 2003 ein neuer Hitzerekord soll da bevorstehen. Und auch hier nochmal, das ist das alte Klimamittel der Jahre 1961 bis 90, Klammer auf. Dieses Klimamittel hatten wir auch zur kleinen Eiszeit, Klammer zu. Und das ist das neue Klimamittel der Sommer, des meteorologischen Sommers. Und da soll es irgendwo nach NOAA ausfallen oder jetzt CFS genannt. Und hier werden wir wahrscheinlich irgendwo landen. Aber das besprechen wir noch an anderer Stelle. Kommen wir jetzt zu etwas anderem. Das habe ich eingangs angedeutet, dass es vage Vermutungen in den Modellberechnungen gibt, dass es zu einer schleichenden Umstellung kommen kann zur Monatsmitte. Kann, wohlgemerkt, nicht so sein soll. Und das ist der 18er Lauf mit der gemittelten Wetterlage Mitte des Monats. Die Druckgebilde, hier haben wir ein Hoch über Osteuropa, ein Hoch draußen auf dem Atlantik. Und die Farbschattierungen, die ihr hier seht, das ist ein leichtes, langsames Eingraben von Tiefdruck von Nordwesten her, dass sich die Wetterlage ein bisschen ändert. Der 18er, der 12er Lauf hat das gezeigt. Der 6er Lauf war da noch ein bisschen krasser drauf. Der zeigte sogar einen Trogvorstoß zur Mitte des Monats in den meisten Modellberechnungen. Und der 0er Lauf von gestern hat das auch so gezeigt. Nochmal, das sind Andeutungen, dass es mittelfristig, also in 2 Wochen zur Monatsmitte zu einer schleichenden Umstellung kommen kann. Das muss nicht so kommen, aber es kann
ebenso passieren. Das sind die Niederschläge nach dem 18er Lauf. Da wurde mal vorübergehend was in Deutschland berechnet. Mir geht es aber gar nicht um Deutschland, sondern rund um den Mittelmeerraum geht es mit starken Regenfällen weiter. Gerade in Italien auf der Alpensüdseite, auch in der Toskana bis Nordafrika rein. Der ganze Balkan wird in den nächsten Wochen immer wieder Regen bekommen. Wer hier Urlaub machen möchte, ich bekam gestern auch wieder Anfragen. Sag mal, da berechnen irgendwie die Apps doch ziemlich viel Regen. Bei uns wird es schöner bleiben. Würdest du da hinfahren? Dann schreibe ich einfach zurück. Nö, da ist es nicht so toll. Empfehlenswert sind weiterhin die Küsten von Nord- und Ostsee. Da ist es zwar kälter als im Mittelmeerraum, bedingt durch den Seewind, aber da hat man dann eine ganze Menge Sonne. Auch nochmal Sonne, auch nochmal ein anderes Thema. Schauen wir ganz kurz auf zwei Ensembles, einmal für den Norden, einmal für den Süden Deutschlands. Ihr kennt die Linien, die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie das Mittel eben aller Berechnungen. Da kommen wir im Norden von warmen Temperaturen runter, gehen kurz mal auf unterdurchschnittliche Werte, dann bleiben wir bei durchschnittlichen Werten. Hier hinten kommen eben die Andeutungen von ein paar Niederschlägen. Es sind auch ein paar Läufe dabei, die rauschen ziemlich weit nach unten und hätten auch Niederschlag dabei. Und auch das ist in den Modellen drin, müssen wir beobachten, machen wir sowieso immer, ob da nicht noch mehr nach unten gehen und es einen Einbruch gibt oder ob die wieder weggerechnet werden. Und der sogenannte Hauptlauf ist hier relativ weit oben. Das europäische ECMWF-Modell macht das im Prinzip genauso, aber mit sehr mauen Niederschlägen. Wenn wir in den Süden Deutschlands gehen, da dürfte wohl die sonnige Zeit vorbei sein. Apropos sonnige Zeit, auch deshalb mache ich ein Video. Ich gehe halt raus. Wir haben ja nur einen relativ kurzen Sommer und bin mit Freunden draußen und genieße dieses Wetter. Drum gibt es manches Mal nur ein Video. Es gibt ja auch nichts zu sagen. Die Temperaturen sind überdurchschnittlich im gesamten Vorhersagezeitraum. Was allerdings auffällig ist, zur Monatsmitte gibt es immer mehr und immer intensivere Niederschlagssignale, die nach oben gehen und ein paar Läufe, die weit nach unten gehen. Soweit nach dem amerikanischen Modell und das europäische ECMWF-Modell macht da auch so ein paar Läufe, die nach unten gehen und die Niederschläge nehmen deutlich zu. Da, Richtung Monatsmitte, wird es ein bisschen spannender. Jetzt ist das eher so und sonst so. Ja, und sonst so. Wir hatten gestern wohl den sonnigsten Tag des Jahres bisher. 14,4 Stunden Sonne. Wir hatten in der Nacht 0 Grad als Tiefstwert in Mecklenburg-Vorpommern. 15 Grad waren es im Südwesten. Und verbreitet gab es sogar Bodenfrost. Einmal im Nordosten, im Bereich der Mittelgebirge, bis nach Franken rein und auch zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein hat es Bodenfrost gegeben. Und es wird uns auch in den nächsten Nächten immer wieder blühen, durch eben diese trockene Luft, die nachts auskühlen kann. Die Tiefstwerte hatten wir gerade, die Höchstwerte wieder mal nur 13 Grad auf Norderney und 28 Grad im Südwesten. Das ist die Wetterlage, eingefahrene Welche mit dem kräftigen Hoch. Ein Trogvorstoß kommt hier über der Ostsee und dem Baltikum nach Süden, bringt hier im Nordosten ein bisschen kühlere Luft. Im Süden bleibt es recht warm. Und schaut euch mal die nächste Stufe an. Von 10 Grad in 1500 Meter Höhe, 15 Grad finden wir erst in der Wüste. Das heißt, vom Atlasgebirge bis in unsere Mittelgebirge haben wir ein und dieselbe Luftmasse. Im Mittelmeerraum ist sie feucht, bei uns eben trocken. Und durch dieses Hoch drückt es mit dem Nordostwind immer wieder die ganze Feuchtigkeit in die Alpen. Das wird mal vorübergehend ein bisschen nachlassen. Da schwappt mal mehr Feuchtigkeit aus den Alpen nach Norden. Luftmassentemperatur bleibt gleich. Und dann könnte etwas nächste Woche passieren, dass das Hoch mit seinem Kern etwas näher zu uns kommt. Gleichzeitig ist da ein Tief auf dem Atlantik, das macht Bimbamborium und drückt die Wärme weiter nach Norden. Das heißt, die Temperaturen steigen erstens um ein paar Grad an und zweitens würde der Ostwind nachlassen. Und wenn das passiert, werden die Temperaturen ansteigen. Da kriegen wir auch mal Werte von um die 30 Grad. Gleichzeitig nimmt aber dann die Schwüle zu und das Gewitterrisiko vor allen Dingen im Süden Deutschlands. Heute starten wir mit Nebel und Hochnebel im Nordwesten. Hauptsächlich ist es Hochnebel oder so hochnebelartige Wolken. Und wenn das manche zum Beispiel nicht haben oder Apps, das liegt daran, dass das in relativ tiefen Luftschichten ist, dass die Wärme über das feuchte und kühle Meerwasser geht und dann Hochnebel auslöst, der sich nachmittags
auflöst. Aber das ist nicht in allen Modellen drin und darum haben manche dann hier nur Sonnenschein und 20 Grad, wo es dann eigentlich trüb ist. Im Laufe des Tages kommt hier die Sonne heraus, keine Frage. Im Süden sind ein paar Quellwolken unterwegs, in den Alpen entstehen Schauer und Gewitter, der Wind weiterhin aus nördlichen Richtungen. Höchstwerte im Norden 14 bis 20, sonst 21 bis 28, im Südwesten bis zu 29, gerundet vielleicht sogar 30 Grad. Morgen haben wir dann schon wieder dieses Gedöns mit den hochnebelartigen Wolken im Norden. Im Laufe des Tages wird es sonniger. Da dreht sich allerdings so ein bisschen die Luftmasse. Es ist vereinzelt mal ein schwacher Minischauer möglich. Und hier liegt so eine schwache Kaltfront über uns. Im Süden, im äußersten Süden, in den Alpen Schauer und Gewitter. Vielleicht auch mal im Mühl- und Waldviertel bis in den Bayerischen Wald hinein und Böhmerwald. Ansonsten weiter Sonnenschein. Der nordöstliche bis nördliche Wind. Die Temperaturen ändern sich im Prinzip wenig. Am Samstag das gleiche Spiel in Blau. Der Himmel ist blau, ein paar hohe Wolkenfelder im Norden. Schauer und Gewitter auf der Alpen-Südseite, sonst Sonnenschein. Kräftiger Nordost- bis Ostwind, der wird noch eine Nummer böiger werden. Deshalb auch die hohe Sonnenbrand- und Sonnenstichgefahr, weil wir die Kraft der Sonne nicht so merken. Die Temperaturen gehen ein bisschen zurück, sind mit auflandigem Wind bei um die 15, 16 Grad an der See. 28 Grad gibt es rund um die Lorelei bis in den Kraichgau. Am Sonntag, da hatten wir gestern einzelne Schauer- und Gewittersymbole mehr drin. Die sind schon wieder weggerechnet worden. Sonnenschein verbreitet rund um die Alpen Schauer und Gewitter. Die können dann auch mal bis ins Alpenvorland rausziehen. Der Ost- bis Nordostwind schwächt sich etwas ab. Die Temperaturen ändern sich kaum. Blicken wir kurz noch in die nächste Woche. Montag, Schauer und Gewitter rund um die Alpen, sonst Sonnenschein. 17 Grad an der See, bis zu 30 Grad im Südwesten. Dienstag, ähnliches Spiel. Mittwoch, ähnliches Spiel. Temperaturen steigen ein bisschen an. Und da habe ich mir überlegt, jetzt wird es aber irgendwie zu bunt. Es wird Stand derzeit mit dem Hauptlauf ein bisschen wärmer werden, dann hätten wir vom Donnerstag, ist glaube ich der frohen Leichnamstag, bis Sonntag am 2. Juni-Wochenende ein insgesamt leicht steigendes Schauer- und Gewitterrisiko. Das bedeutet, es trifft nicht jeden, sondern nur vereinzelt und die Temperaturen würden sogar ein bisschen ansteigen und es kämen leichte Schwüle auf. Aber der sogenannte Hauptlauf hier in hellgrün, unten das Datum, ist ein warmer bzw. heißer Ausreißer. Das Mittel aller Modellberechnungen liegt um 5 Grad niedriger. Dann hätten wir nicht 17 bis 32 Grad, sondern meinetwegen 15 bis 26, 27 Grad, auch sommerlich. Und andere Läufe sind dabei, die sind hier ziemlich weit unten. Die würden es sogar richtig schattig machen. Also, da bestehen noch Unsicherheiten, aber wir nehmen jetzt mal den positiven Trend. Im Westen ein ähnliches Spiel, auch hier ist der Hauptlauf ganz weit oben angesiedelt. Das Niederschlagsrisiko nimmt zu. Das ist diese wabernde Luftmasse aus dem Mittelmeer, die den Sprung dann über die Alpen bis in den Westen schaffen würde, auch in die Mitte Deutschlands. Die Niederschläge haben im Vergleich zu gestern ein bisschen zugenommen und da sind auch ein paar kalte Läufe dabei. Beobachten wir. Im Osten genauso. Sonnenschein, Sonnenschein, Sonnenschein. Anfangs etwas kühlere Temperaturen. Das liegt an dem Knick da über dem Baltikum. Dann geht es wieder rauf. Alles so bei um die 25 Grad. Hinten raus ein paar Läufe dabei, die deutlich nach unten gehen würden. Und ein paar zögerliche Niederschlagssignale kommen dazu. Und im Süden Deutschlands wieder, das haben wir eben schon gesehen, verbreitet viele Niederschläge. Die Temperaturen liegen so zwischen 20 und 25 Grad. Kältere Läufe weiter unten, wärmere natürlich weiter oben. Und dann hier hinten der Knick auch mit den nach unten sinkenden Temperaturen. Wir werden noch über die möglichen Wetterlagen sprechen, die da kommen können. Das hat auch was mit der Großwetterlagenentwicklung des Sommers zu tun. Dass es jetzt Ende Mai, Anfang Juni so nach oben geht und so drastisch ist, dann mit dem stabilen, vermeintlich stabilen Sommerwetter, muss nicht unbedingt ein gutes Omen sein. Ich persönlich stehe auf dieses Wetter, das wir jetzt gerade haben, volle Lotte. Es ist trocken, wir haben keine Schwüle, nachts wunderbar angenehm und tagsüber eine angenehme Wärme und vor allen Dingen ohne Schauer und Gewitter. Man kann Freizeit genießen ohne Ende. Und jetzt haben wir die längsten Tage des Jahres. Genießt es, eventuell bis später, ansonsten bis morgen.